Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 2 Infovideo. Heute möchte ich euch in diesem Video mal kurz ein bisschen durch das Menü führen, grob durch das Herausforderungsmenü. Dann habe ich durch Zufall ein Statistikmenü entdeckt, auf was ich schon ewig lange warte, was ich richtig geil finde. Haben viele von euch vielleicht noch nicht entdeckt. Und ganz wichtig, man sieht jetzt am Start des Spiels, bevor ihr irgendwie das richtig bestätigt, dass ihr ins Menü wollt, seht ihr jetzt mit welchem Server ihr verbunden seid. Ich bin jetzt aktuell, das zeige ich euch gleich, mit Oregon verbunden in den USA mit 205 Millisekunden. Absolut fail. Achtet in Zukunft darauf. Ich zeige euch das gleich, wie genau das aussieht, dass ihr den Server wieder wechselt. Alle kleinen Details nach dem Intro. Bis gleich. Where's my money, bitch? So, da sind wir direkt jetzt in dem Servermenü, was ich euch zeigen wollte. Ich bin jetzt nicht mehr mit Oregon verbunden, weil ich einen kleinen Schnittfehler hatte. Ich hatte euch nämlich gezeigt, wie man ins Servermenü kommt. Das wurde geändert. Das habe ich jetzt gerade schnell festgestellt. Deswegen zeige ich das jetzt etwas anders. Also ihr seht hier unten links vorab, sofort wenn ihr startet, Datenzentrale. Um das vorher zu sehen, war es früher so, man musste ungefähr eine Minute warten, dann hat man X gedrückt oder bestätigen und musste ganz oft abbrechen drücken, bis dieses Servermenü kommt. Das haben sie jetzt geändert. Jetzt sieht man halt sofort, mit welchem Server man verbunden ist. Und man kann sofort und muss nicht erst eine Minute warten, für die PlayStation oder Xbox den rechten Analogstick nach innen drücken. Auf PC weiß ich halt leider nicht, wie es funktioniert. Ihr drückt den rechten Analogstick, wie gesagt, für alle Consoleros nach innen und es öffnet sich sofort das Servermenü. Und dann seht ihr hier, normalerweise war Frankfurt relativ mittig. Frankfurt ist jetzt entweder ganz oben oder hier unten so ein bisschen. Scheinbar steht das nämlich chronologisch jetzt, ja genau, hier sieht man es nämlich. Oh, minus 1, man kann in die Zukunft schießen, das ist ja interessant. Minus 1, frage ich mich, wie das geht. Okay, der beste Server für alle scheint wahrscheinlich ganz oben zu sehen. Sucht da einfach aus, bestätigt den mit X. Wenn ihr jetzt nochmal R3 bzw. den Analogstick reindrückt, seht ihr gelb hinterlegt, mit welchem Server ihr verbunden seid. Also ihr müsst euch jetzt nicht mehr lästig erstmal eine Minute, zwei Minuten warten, bestätigen und abbrechen, ganz oft spammen, bis ihr ins Servermenü kommt. Relativ einfach jetzt, wie gesagt, ich hatte gerade zum Start, beachtet das jetzt immer in Zukunft, wenn ihr startet, ich hatte gerade Oregon, das liegt in den USA mit 200 Millisekunden, das ist unterirdisch, also bevor ihr fortsetzen drückt, guckt erst, welchen Server ihr habt, wählt den Server aus, der euch am besten liegt, wahrscheinlich der ganz oben. Das war's vom Server und jetzt geht's direkt weiter mit den nächsten Infos. Ich starte direkt jetzt erstmal mit dem Ranked-Modus. Wie man da reinkommt, wird sicherlich bekannt sein. Ihr geht ganz normal auf den Reiter Apex-Spiele, könnt ihr Training starten, normales Spiel und Ranglistenspiel. Wie die Ranglistenspiele genau funktionieren, habe ich schon mal ein detailliertes Video vorgestern rausgehauen. Könnt ihr euch gerne nochmal reinziehen, falls ihr das nicht kennt. Ihr aktiviert das einfach und könnt dann bereit drücken und seid sofort im Ranglistenspiel drin. So, wenn ihr hier jetzt übrigens auf diesen Reiter drückt, zack, öffnet sich nochmal dieses komplette Fenster, was ich euch vor zwei Tagen in dem Menü gezeigt habe, wo ihr nochmal grob eine Übersicht über den kompletten Ranked-Modus seht. Die einzelnen Stufen, Bronze bis Apex Predator. Ich werde das jetzt nicht im Detail nochmal auseinandernehmen. Wie gesagt, vor zwei Tagen habe ich darüber detailliert ein Video gemacht. Zieht euch das einfach grob rein, damit ich das Video jetzt hier nicht unnötig in die Länge ziehe. Ich wollte euch das nur mal ganz kurz zeigen. Jetzt kommen wir direkt zu einer Neuerung, die ich sehr, sehr geil finde, die ich spontan eigentlich nur entdeckt habe, denn ich habe hier über meinem Pathfinder Statistikanzeigen gesehen. Ihr seht es hier oben, solltet ihr sehen, geht da einfach mal auf Untersuchen. Tada, was haben wir da? Endlich eine vernünftige Statistik für alle Spieler, die sich das schon gewünscht haben, inklusive mir. Also jedem dürfte vielleicht bewusst sein, keiner weiß so richtig, wie viele Gesamtsiege man eigentlich hatte. So, ich habe aber schon festgestellt, dass die Statistiken nicht zu 100% stimmen. Also ich hoffe, man kann davon ausgehen, dass zum Beispiel die globalen Siege stimmen. Jetzt weiß ich endlich, ich habe 165 Siege insgesamt. Globale Top 5, keine Ahnung, was man da machen muss, damit man in die Global Top 5 kommt. Wahrscheinlich musst du da 20, 30 Kills machen, damit du einer der krassesten bist. Globale Spiele, 1680 Spiele habe ich schon gestartet.
Dann seht ihr hier, 633.000 Schaden habe ich insgesamt schon ausgeteilt, 2.200 Kills knapp. Gefallen bin ich 1600 Mal, also ich bin, das möchte ich hier auch nochmal betonen, eigentlich ein Battle Royale Neuling, ich habe sonst immer nur COD gezockt, dafür finde ich meine KD von 1,3 eigentlich recht ansehnlich und es gibt dann hier höchster Schaden bei mir 1886, schade 2000 noch nicht erreicht und es gibt einen Mittelwert, der errechnet wird, also ich mache pro Spiel grob 400 Schaden, nicht ganz. Und jetzt kommen wir an die Stelle, wo ich sage, na, die Statistiken stimmen nicht hundertprozentig, denn meine höchsten Kills stehen hier 4. Meine höchste Kill-Serie, habe ich auch ein Video mal zugemacht, waren 10. Ist jetzt für manche Spieler vielleicht nicht die Welt, für mich ist es viel. Also hier stimmt es leider nicht, eine Siegesserie steht hier leider auch 0. Ich weiß nicht warum, finde ich ein bisschen schade. Das kann natürlich auch sein, dass das die Statistiken von Season 2 ist, dass die Statistiken von Season 1 und vor Season 1 nicht ganz rein zählen. Zumindest diese hier unten, denn ich habe jetzt in Season 2 nicht mal eben 165 Siege geholt. Das ist auch klar. Also längste Serie waren bei mir, glaube ich, 3 oder so oder 2, ich weiß es nicht. Knockdowns habe ich 2630. Dann seht ihr noch, wie viele Teammates ihr wiederbelebt habt. 544 und jetzt stehen hier Assists 0, respawnte Teamkameraden. Das kann nicht auf 0 sein. Definitiv bei keinem regelmäßigen Spieler kann das hinhauen. So, jetzt haben wir noch eine extra Statistik. Da könnt ihr wählen zwischen Ligaspielen, also Rangserie 1, die jetzt 3 Monate läuft, habt ihr eine Einzelstatistik und über die allgemeine Season 2. Ich zeige euch mal kurz die Ranglistenstatistik zuerst. Ich habe gestern erst ein Ranglistenspiel gemacht, habe es nur mal grob getestet im Livestream, um euch das ein bisschen zu zeigen. Ihr seht Gesamtspiele, habe ich 1 gemacht, ist klar. Siege 0, Top 5 0, Gesamtschaden 639. Kills 4, gefallen einmal, eine KD von 4, das wäre nice, wenn man das so halten würde. Also hier wird dann auch wieder ein Mittelwert errechnet aus allen Spielen, finde ich sehr, sehr geil. So, und jetzt hat man hier höchste Kills 4, längste Siegesserie 0, das gleicht sich mit dem hier drüben. Ich denke, das ist eine Mischung aus Season 2 und den gesamten Statistiken. Finde ich ein bisschen durcheinander. So, und wenn ihr jetzt von Season 2 allgemein die Statistiken noch sehen wollt, seht ihr hier, 5 Spiele gestern habe ich insgesamt gemacht. Will ich nochmal betonen, ich war in dem Stream vor 2 Tagen jetzt nicht so mega in Form, wollte natürlich mehr zeigen, als den Mega-Reißer zu machen, weil einige sich darüber beschwert haben, dass ich nicht so gut gespielt habe. Aber es ist mir an der Stelle eigentlich völlig Ritze, wer sich darüber aufregt, wie scheiße ich da gerade gespielt habe. Darum soll es jetzt auch nicht gehen. Auf jeden Fall seht ihr hier die Gesamtspiele Season 2. Gesamtschaden 1300 ist halt auf 5 Spiele nicht der Welt, aber ich habe in den Season 2 Spielen wirklich hauptsächlich zeigen wollen, was alles neu ist, habe ein bisschen was von Watson gezeigt. 6 Kills, allgemeine Statistik, seht ihr selber, muss ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Auf jeden Fall ist das eine Neuerung, die ich absolut feiere. Es gab bis jetzt eine App oder eine Internetseite, da musste man sich erst registrieren mit all möglichem Scheiß, um seine Statistiken zu finden. Habe ich nicht gemacht, weil es mir auf den Sack ging. Das war es soweit von den Statistiken. Jetzt möchte ich euch noch grob das Herausforderungsmenü zeigen. Und das finden wir gleich hier rechts auf der Seite. Sieht man ja alles, ja, sieht man. Ich habe über das über die Herausforderung auch schon mal ein Video gemacht. Jetzt möchte ich euch das grob im Detail so ein bisschen zeigen. Ihr könnt euch jetzt hier, ihr seht jetzt hier tägliche Herausforderung, geht ihr hier einmal drauf. Ach nee, Blödsinn, hier müssen wir drauf. Habt ihr 3 Reiter, einmal die täglichen. Die täglichen, sagt der Name schon, hier habt ihr auch einen Counter. In 20 Stunden wird das einmal durchgewechselt, habt ihr hier 3 andere tägliche Herausforderung. Was haben wir hier zum Beispiel? Wir haben zum Beispiel, aktiviere 3 Gasfallen mit dem Kaustick, startet einfach ein Game mit dem Kaustick, schmeißt 3 Fallen raus. Ich nehme mal, aktivieren soll bedeuten, dass auch das Gas auslöst, sonst ist es nicht aktiviert. Lande 2-mal in der Käfig, also es ist ein Ort auf der Map, und erziele 2 Kills in der Luftwaffenbasis. Das sind jetzt so die täglichen Herausforderungen, die für jeden machbar sein sollten. Also Respawn hat darauf geachtet, dass man Herausforderungen auch reinknallt, die für einen Spieler, der nicht ganz so oft zum Zocken kommt, auch dazu kommt. Was erhält man grob? Also man kann hier und da ein paar Battle Pass Stufen höher kommen. Sterne gibt es für verschiedene Herausforderungen, wie ihr hier seht. Habt ihr das gemeistert, bekommt ihr jeweils 3000. Das sind schon mal 9000. Wenn ihr die hier oben drauf bekommt, habt ihr schon eigentlich fast eine neue Battle Pass Stufe oben drauf. Ist eine absolut feine Neuerung, damit man endlich schneller leveln kann. So, bei den wöchentlichen wiederkehrenden Herausforderungen haben wir, das ist relativ simpel, erziele 5 tägliche Herausforderungen. Also hier braucht ihr mindestens 2 Tage,
um 5 tägliche Herausforderungen zu meistern. Also ihr startet jetzt die 3, wartet einen Tag und macht dann noch 2 tägliche Herausforderungen obendrauf. Schon habt ihr die 5 voll, bekommt eine Battle Pass Stufe obendrauf. Feine Sache. Und wenn ihr da noch einmal 2-3 Tage obendrauf schmeißt, 10 tägliche Herausforderungen, sagt ja auch der Name wöchentliche Herausforderung, kriegt ihr nochmal eine Battle Pass Stufe. Und die kann man wohl öfter abschließen, wie ich das mitbekommen habe. Steht ja auch Wiederkehren. So, und dann gibt es nochmal eine andere wöchentliche Geschichte. So, da haben wir hier zum Beispiel Erziele 4 Knockdowns in Margen. Keine Ahnung, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, welcher Ort das auf der Karte ist, ohne Scheiß. Erziele 10 Knockdowns mit Scharfschützengewehren, erreiche die Top 3 als Pathfinder, Mirage oder Octane und so weiter. Ich lese das jetzt im Detail nicht alles durch. Ihr seht ja grob, wie viele Sterne es dafür gibt. Für die ersten 3 bekommt ihr auf jeden Fall eine Battle Pass Stufe obendrauf. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie das war. Es gibt, ich glaube, die Wiederkehrenden waren diese. Wenn ihr die abgeschlossen habt, könnt ihr das, glaube ich, ach nee, oder war das hier? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es gibt irgendeine Stufe, da bekommst du eine Battle Pass Stufe ab 9000 Sternen. Dann kannst du das nochmal machen, aber dann bekommst du die nächste Stufe erst ab 18.000, dann ab 27.000 bis hin zu 54.000 EP bzw. Sternpunkte bekommst du dann ab 54.000 nochmal eine Battle Pass Stufe obendrauf. Das stapelt sich quasi jedes Mal, wenn man nochmal 9.000 obendrauf packt. Dauert es umso länger, bekommt man eine Battle Pass Stufe obendrauf. Also es ist tatsächlich möglich, nur durch die Herausforderung innerhalb einer Woche grob 7 bis 10 Level nochmal obendrauf zu knallen. Das finde ich eine feine Sache. Wie gesagt, es haben sich sehr, sehr viele darüber beschwert, dass es absolut hart ist, den Battle Pass irgendwie nach oben zu leveln. Ist eine absolut coole Neuerung. Die Statistiken finde ich geil. Den Server zu wechseln, beziehungsweise wie man jetzt sieht, auf welchem Server man ist, schon vorab, bevor man überhaupt in die Server-Menü kommt, finde ich auch eine absolut coole Geschichte. Das war es jetzt schon wieder für dieses Video. Kurz, knapp, knackig. Lasst einen Daumen für dieses Video nach oben da und ein Abo, wenn ihr neu seid. Ihr bekommt, ich erzähle es immer wieder gerne, regelmäßig neue Informationsvideos von mir, Livestreams, Kill Combinations, Best-ofs und so weiter. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Donnerstag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.